Ich habe mein Leben immer in Viertelmeilenabschnitten gelebt. Aber Dinge ändern sich. Ich bin jetzt Vater. Ich werde immer in deinem Herzen sein. Little Brian, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich von deinem Daddy. Und jetzt schenke ich es dir. Das ist was ganz Besonderes. Es beschützt dich vor all dem, was da kommt. Kino-Koryphäe Kurt, was war denn im Jahre 2001, na? Na, 2001, da hat Estland den Eurovision Song Contest gewonnen. Vollkommen richtig. Und außerdem kam The Fast and the Furious ins Kino. Das bedeutet, wir feiern in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum dieser Filmreihe. Und das ist die 7. erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten. Genau. Und zwar mit einem Gesamteinspielergebnis von fast 5,9 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 1 ist übrigens das Marvel Cinematic Universe mit Filmen wie, komm sag's. Ja, Iron Man oder Avengers, aber um die geht's heute gar nicht. Nein, es geht um Fast and Furious 9. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Meine hat mich gerade eingeholt. Ist lange her, Dom. Früher waren es The Fast and The Furious Filme. Ab dem vierten Teil hat man auf das The verzichtet, jetzt also nur noch Fast and Furious. Ja, wie auch immer, die Handlungen der Filme, die sind ja jetzt nicht allzu komplex. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass innerhalb der ersten 5 Minuten 9 Erzählstränge aufgemacht werden. Ja, Alex, das kannst du aber so nicht sagen. Also oh, doch, das kann ich, denn die Inhaltsangabe lässt sich doch mit 2 Sätzen erklären. Komm, mach doch mal. Ja, es wird ein Handlungsstrang aufgemacht und wir wissen ja, dass für die Hauptfigur, für den Dom, die Familie im Fokus steht und das Wichtigste ist. Und plötzlich taucht sein Bruder auf. Ja, und die beiden haben sich nicht mehr allzu lieb. Und der Rest ist Krach-Bumm, oder? So würde ich es beschreiben. Na, dann haben wir es doch. Denkt ihr manchmal über unsere ganzen wilden Missionen nach? Wir haben Flugzeuge geschrottet, Panzer, Züge. Über das U-Boot will ich gar nicht erst reden. Und jetzt haben wir fliegende Autos? Wer ist das? Jacob ist Doms Bruder. Ist lange her, Dom. Kleiner Bruder. Du hast immer gesagt, wende dich nie von deiner Familie ab. Aber du hast dich von mir abgewendet. Und jetzt ist deine kleine Familie in meiner Welt. Es machen wieder die altbekannten und bewährten Stars mit. Also allen voran Vin Diesel als Dom, außerdem Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez und Ludacris. Wer ist denn sonst noch dabei? Ja, also neu dazugekommen ist John Cena. Der spielt den bösen Bruder Jacob, also das ungeliebte Kind. Ja, und Helen Mirren spielt zum Beispiel eine größere Rolle. Habe ich mich verhört oder habe ich Helen Mirren gehört? Nee, du hast Helen Mirren gehört. Sieh mal einer an. Das muss man sich mal vorstellen. Die große Charakterschauspielerin Helen Mirren neben Vin Diesel. Aber naja, für das, was der Film ja sein möchte, sind die schauspielerischen Qualitäten der anderen ja absolut ausreichend. Ja? Ich finde nur, dass eben Helen Mirren da eine große Überraschung ist. Und Kurt Russell spielt ja auch mit. Hat der schon mal in einem anderen Teil mitgemacht? Also nicht, dass ich mich erinnern kann, Alex. Ansonsten, Paul Walker, 2013 ums Leben gekommen bei einem Autounfall. Er ist irgendwie immer noch dabei. Er schwebt als Geist über allem. Ja, und so die Kernaussage des Films ist ja auch, im Mittelpunkt steht die Familie und Paul Walker ist Teil dieser Familie. Und das spürst du auch in jeder einzelnen Szene. Das ist total spannend, finde ich. Apropos Familie. Hauptdarsteller Vin Diesel ist ja der Patenonkel von Paul Walkers Tochter Meadow. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass sie im 10. Teil möglicherweise mitspielen soll. Hast du da irgendwas gehört?
Also davon habe ich noch nichts gehört, Alex. Das ist aber komisch. Ich meine, du hast ja den gleichen Friseur wie Vin Diesel, da wird doch sicherlich drüber gesprochen. Zumindest hat er es mir nicht gesagt. Hm. Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Vielleicht ist das wirklich das Ende, aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Man braucht jetzt mit Fast and Furious 9 keinen Film erwarten, der gesellschaftliche Themen aufgreift und hinterher zur Diskussion anregt. Nein, also man setzt sich rein, hat eine Tüte Popcorn auf dem Schoß, Hirn ausschalten und Film ab. Absolut, ja. Und der Film hat 144 Minuten und da geht es wirklich um Racing, da geht es um Agentenfilm. Also da ist alles reingepackt, was irgendwie geht. Ab und zu ist er ein bisschen drüber, aber es geht ja auch nicht darum, die Realität abzubilden, sondern einfach nur Spaß zu haben. Ach Moment, können Autos nicht ins Weltall fliegen, tatsächlich, so wie im Film? Das wusste ich nicht, ist mir neu. Ja! Tut gut, wieder da zu sein. Das Ding sollen wir aufhalten? Festhalten! Ich stand mein ganzes Leben in deinem Schatten. Und jetzt verbringst du den Rest deines Lebens in meiner. Nicht heute. Ernsthaft, Klebeband? Du tust so, als wollen wir zu einem Baumarkt. Abflug! Nein, Chase! Ich will nicht sterben!